Ich muss noch kurz was erledigen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe heute die Terrasse, da wollte ich mir nur noch ein bisschen Sonnencreme holen. Klar. Na, hast du den gestrigen Abend gut verkraftet? Man hört ja einiges. Moment, meint ihr denselben Abend? Was spricht man denn so? Naja, zum Beispiel, dass Thomas als Eintänzer brilliert hat und das Marc? Das klingt ja interessant, erzähl mal. Eine Gogo-Tänzerin. Oh. Später dann, ich muss los. Tschüss. Andreas hat gesagt, dass es stinklangweilig gewesen wäre. Naja, war es wohl auch für ihn. Im Gegensatz zu Marc ist er verheiratet. Hallo, Carmen. Ich wollte dich um einen kleinen Gefallen bitten. Die Fundsachen, also wenn ein Gast was liegen lässt, kommt das dann zu dir? Nein, in den Hotelsafe. Aber an deiner Stelle würde ich mir keine Hoffnungen machen. Wir hätten dich schon benachrichtigt. Wen könnte ich denn noch fragen? Es geht nicht um den letzten Aufenthalt mit meiner Frau. Sondern? Ich war bei jemand zu Gast, aber die Person ist leider schon abgereist. Verstehe. Okay, ich habe bei jemandem übernachtet und meine Uhr liegen lassen. Zufrieden? Ich frage mal nach, ob was abgegeben wurde. Na, Romeo, schon aufgeschlafen? Wir haben Termin bei deinem Vater. Ich auch. Paps hält übrigens nicht allzu viel vom Fenster. Wieso, hat er dich letzte Nacht etwa erwischt? Nein, aber heute Morgen. Ich habe bei euch auf dem Rasen geschlafen. Ja, das kann ja ein heiteres Meeting werden. Wie kamst du überhaupt dazu, mitten in der Nacht bei uns aufzukreuzen? Ist eine längere Geschichte. Lass uns später drüber reden. Sag mal, kannst du nicht einmal deine Hormone unter Kontrolle halten? Aber du, Marc schläft nur allerdings nicht mehr lang. Jemand, den ich kenne? Nee, glaube ich nicht. Jetzt komm, lass uns gehen. Ja? Entschuldigung, man kann ja mal fragen. Ich sag nur, Gogo-Tänzerin. Und wenn wir die Finca an jemanden anders verkaufen? Und wir? Zur Miete wohnen? Warum nicht? Vielleicht können wir das Haus in ein paar Jahren wieder zurückkaufen. Das ist zu riskant. Ich sehe mittlerweile auch keinen anderen Weg mehr. Doch. Wir beleihen die Finca. Wir kommen doch jetzt schon kaum mit dem Geld aus. Überleg mal. Wir wären Rolf auf einen Schlag los. Und die Bank spielt da mit? Das werde ich jetzt herausfinden. A donde vas? Voy al banco. Ese perro no cobrará ni una peseta. Und bitte denkt daran, die Leute lassen eine Stange Geld bei uns. Deshalb dürfen sie einen erstklassigen Service an Bord erwarten. Noch Fragen? Sie bekommen dann morgen früh die definitiven Buchungszahlen und unsere geplante Kalkulation für das Catering. Thomas? Ich denke, wir zwei haben noch was zu besprechen. Ja, Boss? Haben Sie mir was zu sagen? Es tut mir leid. Die Aktion letzte Nacht war ziemlich blöd. Das ist unbestritten, aber ich möchte eine Erklärung. Also, ich war praktisch auf dem Nachhauseweg. Und da kam mir plötzlich noch eine Idee. Naja, auf der Terrasse war noch Licht. Wissen Sie? Und da dachte ich mir, dass vielleicht noch jemand wach ist. Weil so ein Überraschungsbesuch kann ja ganz lustig sein. Meinen Humor haben Sie damit nicht getroffen. Sie machen sich zum Affen, Thomas. Natürlich. Das ist aber Ihr Problem. Mein Problem ist, falls die bestehenden Sicherheitsvorkehrungen nicht ausreichen, muss ich mir noch ein paar scharfe Hunde zulegen. Sie verstehen? Guten Tag. Guten Tag. Nicole!
einen Kaffee zusammen? Ich habe gerade erst mit meinem Dienst begonnen. Deswegen verkneife ich mir die Einladung zum Champagner. Wir wollten das Schicksal doch nicht mehr herausfordern. Ach, muss es denn immer nur darum gehen? Ich würde mich bloß freuen, wenn wir ab und an miteinander reden könnten. Ja, und was ist mit Julia? Kannst du nicht mit der reden? Doch, aber sie ist meine Schwester. Ich will nicht immer nur über die Familie sprechen. Verstehe. Also? Ja, wir könnten noch mal was zusammen trinken gehen. Irgendwann. Hättest du gedacht, dass er sich so eine Tänzerin angelt? Keine Ahnung. Scheint ein ganz hübsch gewesen zu sein. So ein Modeltyp wahrscheinlich. Du musst sie doch heute Morgen gesehen haben. Ja, kurz. Ja, und wie fandest du sie? Normal. Manchmal dachte ich schon, Mark interessiert sich gar nicht für Frauen. Oder hat womöglich eine heimliche Beziehung. Aber jetzt wissen wir ja, worauf er wirklich steht. Ach ja? Entschuldige. Und? Allein die Zinsen sind zu hoch für uns. Hast du was unterschrieben? Nein, noch nicht. Wir werden uns hier einschränken müssen. Das ist die monatliche Rate. Que pasó? Vas a firmar la capitulación de los Velázquez. Sie will einfach nicht wahrhaben, dass der Schuldschein echt ist.